Und es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir sind wieder in einem Zeitwandler-Dungeon. Und wo geht's hier weiter? Ach so, wir haben versucht, hier durchzukommen und es geht hier unten weiter. Wir sind wieder in den zerschmetterten Hallen unterwegs, im Zeitwandler-Dungeon. Wir dachten erst, es geht nicht hier weiter, aber dann haben wir gesehen, dass man hier rechts ja lang kann. War mir auch in dem Moment gerade hier entfallen. Also ganz vielen kleinen Ads ist Blizzard schon ziemlich nice. Aber dafür muss es sich dann auch echt lohnen. Also es müssen echt ziemlich viele Viecher sein. So habe ich halt gerade 9000 Schaden gemacht. So, hier geht's übrigens wieder hoch. Immer noch auf. Bettelt um euer erbärmliches Leben. Okay. Kommt da jetzt der erste Boss? Ja. Großhexer. Nete-Kurse. Nete-Kurse. Bettelt um euer erbärmliches Leben. Würde ich mal sagen. Schlagt ihn Wendelbein. Sein Schädel ist so hart wie der eines Ogers. Ach, die kommen nicht mal zusammen. Los, jetzt holt euch den nächsten. Ach, was für eine Verschwendung. Und los geht's. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also einen richtigen harten Boss habe ich bis jetzt hier nicht gesehen. Bei den Zeitwandler-Dungeon, ja, jetzt zieht er den aus der Schloss-Frostorb. Ja, okay, er hat dann das Erdbeben hingecastet, aber für mich ist es halt ein bisschen bitter, ne? Nein, wenn ich im Moment auf Platz 2 im Damage-Meter. Noch lieber wäre ich auf Platz 1. Vielleicht jetzt mit der Kombi. Nein, sie ging komplett daneben. Sie ging komplett daneben. Er hat ihn genau rausgezogen. So ein Penner, ey. Ja, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Obwohl ich hier gerade nochmal einen guten Burst Damage hatte. Was für ein. Wieder nur Abzeichen, keine Items. Ich hoffe ja immer. Aber meistens wird mein Hoffen nicht erfüllt. Eindringlinge haben die Verteidigung durchbrochen. Ihr seht, es ist doch durchaus echt eine lange, lange Instanz. Also von den Burning Crusade Instanzen könnte es die längste sein. Zerschmetterten Hallen. Formiert euch! Auf mein Zeichen! Anlegen! Zielen! Feuer! Die Synchronstimme hier kommt mir übrigens auch ziemlich bekannt vor. Ich weiß es aber nicht genau. Könnte mich auch irren. Da brilliert halt echt der Paladin, ne? Muss man ja wirklich sagen. Da brilliert der Paladin mit dem Aoi-Damage. Da muss er einfach nur mal sein Schild des Rächers da reinwerfen und die anderen Leute denken sich nur, what the fuck. So. Hier ist der nächste Boss. Die Blutwache. Ich muss näher. Aber die droppt nix. Die gibt's ja anscheinend nicht. Die gab's nur in der Oldschool-Version.
Hier ist es ein normaler Trash-Mob anscheinend. Oder wird auf jeden Fall so gehandelt. Vom Loot her. Hat natürlich jetzt halt auch eine 250.000 Leben. Also Loot hätte ich mir durchaus gewünscht, aber... Er wird halt auch nicht im Abenteuerführer angezeigt. Aber doch! Wow, habe ich jetzt doch was bekommen. Sehr schön. Junge, ey, wenn das so weitergeht, ne? Und wenn ich immer mehr Items nach, auf 660er Niveau bekomme, dann, liebe Leute, kann ich bald sagen, ich habe besseres Gear als mit meinem DK. Muss ich mir jetzt demnächst einfach nur noch mal heraussuchen, was denn im Moment so die stärkste Spec ist. Vielleicht gucke ich demnächst mal bei Noxic. Das lädt immer noch auf. Wobei man bei den DPS natürlich auch immer beachten muss. Also es gibt so mehrere Kategorien, wo man DPS beurteilen kann. Oder wie man DPS beurteilen kann. Die eine ist natürlich erstmal die reine Theory Crafting DPS, ja? Man kann stillstehen und durchcasten. Das ist die reine Theory DPS. Dann gibt es noch die Realistic DPS, die halt, wie der Name schon sagt, ungefähr anzeigt, wie es realistisch ist. Also bei, wenn du dich bewegen musst und halt nicht die ganze Zeit durchstehen kannst. Das ist dann halt auch irgendwie, glaube ich, insgesamt nach so einem bestimmten Verhältnis, Schnitt berechnet. Keine Ahnung, was man dann noch abzieht und wie man darauf kommt, aber die haben sich halt schon was damit dabei gedacht. Ja, und dann gibt es noch als letzte, beziehungsweise als zusätzliche, als zusätzliche Eigenschaft. Ja, also nicht als also es ist sehr ergänzend. Also es gibt Realistic DPS und die normale DPS, also diese Theory DPS, und dort kann man dann nochmal unterscheiden nach dem Item-Level, das du besitzt. Besitzt du Best-in-Slot-Items, besitzt du 630er, 660, 690 oder halt Best-in-Slot, und je nachdem ist halt deine Biss-Spec auch anders, ja? Also hast du Best-in-Slot-Items, ist dein Best-in-Slot-Spec anders, als wenn du, keine Ahnung, über einen Item-Level von 660 verfügst. Weil einfach diese Specs viel mit den Stats arbeiten und die Stats passen sich halt an. Oder dann, keine Ahnung, spielt dann noch irgendwie ein gewisses Set noch eine Rolle. Wenn du das Set hast, ist dann plötzlich die Arcan-Spec gut oder die Feuer-Spec oder die Frost-Spec. Aber grundsätzlich kann man halt wirklich sagen, es gibt diese zwei DPS-Arten, Realistic und diese Theory DPS, und dann gibt's halt noch diese Einstufung nach dem Item-Level, das du besitzt. Und dann muss ich mich für mich mal irgendwie so gucken, so Anfang, so 630 plus, ja, so Hero-Gear. Und dann mal gucken, was denn da so, ja, best in slot ist. Und dementsprechend kann ich dann gucken, ob meine Frost-Spec vielleicht doch nicht so ideal ist, wie ich das vielleicht am Anfang gedacht habe. Und sei es jetzt nur zum Leveln. Ich meine, ich bin auf Max-Level, da kann es mir eigentlich, wow. Wir kriegen jetzt hier gerade ein bisschen Schaden, ne? Sieht mir fast so aus. Mal ein paar CDs anschmeißen. Vielleicht mal den Hunter da hinten weg. Ballern. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Junge, Junge, da ging es jetzt aber gerade ein bisschen zur Sache, du. Holy moly. Das lädt immer noch auf. Jetzt gibt es tatsächlich noch zwei Bosse. Oh, bitte droppe mir meinen Dolch. Bitte. Zeig mir,
Zeig mir, dass es möglich ist, mehr als ein Item aus dem Zeitwander-Dungeon zu bekommen. Im besten Fall kriege ich jetzt noch 2 660er-Items. Vielleicht dann nochmal Warforged irgendeins. Das wäre natürlich Nonplusultra. So ein schönes Warforged-Item. Ich glaube, das ist dann 670, 675. Das ist, heroisches Niveau der ersten Raid-Instanzen aus Warlords of Draenor. Du hast immer Hunger, deshalb sind wir so dick. Wunderbar. Du hast immer Hunger, deshalb sind wir so dick. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, das ist aber schon immer so gewesen, oder? Das ist, haben sie jetzt nicht nur beim Zeitwandler-Dungeon angepasst. What? Er mag mich? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Schild habe ich direkt wieder weggemacht. Wieso tanke ich den jetzt? Weil er mich mag. Wieso kann er dir jetzt nicht zurückspotten? Danke. Ich wollte gerade sagen, dieser Akkuschmann hier, genau, Henker. Kann ich noch nicht wirken. Ich glaube, das ist so ein Aggro-Buff. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Derjenige, der diesen Buff hat, der hat die Aggro. Schade, schade. Ah, ich hatte es gehofft, ich hatte es gehofft. Und gut, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch die Chance, beim Kriegshäuptling hier die Waffe zu bekommen, den Zauberstab, die Nexus-Fackel. Die einfach viel besser ist als das, was wir besitzen, ne? Aber. Ja. Abwarten. Wann habe ich denn gerade Eiseskälte benutzt? Kann ich noch nicht wirken. Der Global Cooldown macht sich beim Frostmage oft bemerkbar, finde ich. Also, ich versuche, diese Frostlanzen rauszuhauen. Es geht nicht, weil halt noch Global Cooldown läuft. Ja, und das ist halt immer ein bisschen blöde. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Da war ein Rogue. Da ist noch ein Rogue. Fuck. Vergessen, dass hier Rogues sind. Und ich renne hier vor. Wie so ein Kastenteufel. Kann ich noch nicht wirken? Da hinten sehe ich ihn schon. Kriegshäuptling. Kargath. Messerfaust. Es gab Messerfausts breiter als Item. Das war so ein ziemlich starkes Trinket damals. Was man auf der Höllenfeuerhalbinsel bekommen hat. Hier war da, glaube ich, so. Da war so eine Elite-Quest. Nee, hier? Nee. Hier. Ich glaube, Teiche von Agonar. Genau, hier. Hier auf diesem Plateau muss man einen Viech killen. Wenn man das gekillt hat, hat man dann hier in der bei der Ehrenfest hat man dann ein Item bekommen. So ein Rar-Trinket. Das hieß Messerfausts Breite. Wahrscheinlich angelegt an den Guten hier. Messerfaust. Ist auch ein schöner Name. Muss man gleich mal drauf achten, ob der auch tatsächlich mit Messern oder Klingen kämpft. Aber er sieht so aus. Er hat auf jeden Fall die T0. Die T1-Schulter, nicht die T0, die T1-Schulter. Oder? Nee, es sind nicht die T1-Schultern. Sah es so aus. Auch ein sehr episches Kampffeld hier. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das früher auch so war. Möglich wär's. Aber sicher bin ich mir da nicht. Kann ich mich nämlich nicht dran erinnern, dass das Kampffeld früher so war. Kann ich noch nicht wirken.
heidnischer Wächter. So hat man eigentlich einen guten Überblick. Wow! Wir haben aber gerade ganz schön Charge Damage bekommen. Junge, der hält aber auch ganz schön viel aus. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Oh, jetzt krieg ich wieder Schaden. Das lädt immer noch auf. Oh, diese Charges sind so behindert. Meine Güte. Komm schon. Nein. Ah, ich hatte gehofft. Ich hatte bis zum Ende gehofft. Und wurde enttäuscht. Schade. Egal. Egal, ein Item haben wir bekommen. Man soll ja auch nicht gierig werden. So, jetzt haben wir immer noch die Problematik. Mit diesem dämlichen Jumping-Puzzle. Wow, ich weiß gar nicht, wie ich das vorhin geschafft habe, hier hochzukommen. Ich hab's, weiß es nicht mehr. Oh nein! Warte, guck mal, da kann einer fliegen. Der lacht mich mit Sicherheit gleich aus. Ja, das Ding. Du bist ein Arsch. Du bist ein Penner. Oh Mann. Das Wasser-Elementar sollte ich mal freigeben. Nein! Ich hasse es. Vielleicht auch eher hier, hä? Ah, er hilft mir. Ach, wie nett. Wie großzügig. Wie nett von ihm. Sehr nett. Sehr schön. Ach, es gibt noch nette Menschen. Im World of Warcraft sowieso, da ist die Community 1A, ja, war ich schon immer der festen Überzeugung. Nicht umsonst spielt man so ein Spiel 10 Jahre lang, ohne es zu wechseln und ohne dem Ganzen untreu zu werden. Das liegt einfach auch an der Community. Klar, auch hier gibt's Assis, aber die meisten sind wirklich mehr als freundlich. So, restaurieren, warte mal. Nein? Ah, okay, egal. Was haben wir hier bekommen? Eine Sonnenuhr, auch nur ein Gold wert. Na gut, liebe Leute. Das benutze ich, um diesen wunderbaren Part zu beenden. Es ist schon wieder spät. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und dann geht es wahrscheinlich nicht in den Zeitwandler-Dungeon, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao.